Hier sehen wir den Freund und Helfer mit der Schnauze auf dem Radweg draufstehen. Top. Die Radfahrer fahren quer. Hier stehen die Mülltonnen und der Kinderwagen auf dem Radweg. Fußgänger kommen hier vorne aus dem Rewe raus. Und die Tauben hier, du. Ein Sicherheitstraum, kann man sagen. Moin, ich nehme euch heute mit auf die Mainzer Landstraße. Die fahre ich zweimal täglich auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurück. Und ich behaupte, es ist die gefährlichste Straße, auf der ich je gefahren bin. Betrachtet diesen Tunnel als Tor zur Hölle. Ich bin nicht weit gekommen. Wir beginnen direkt mit einer meiner Lieblingsstellen. Und zwar diesen wunderschönen Spuren hier. Eins, zwei, drei, schön lang, alle gleich nebeneinander. Und wenn man mit einem Rennrad unterwegs ist, kann man hier sowohl von oben als auch von unten kommen. Gerne mal eintauchen. Ist, glaube ich, ziemlich schmerzhaft. Gefahrenstelle Nummer zwei. Und zwar haben wir hier mehrfach die Situation, dass wir Zebrastreifen und Radweg direkt nebeneinander haben. Die Autofahrer, so wie der, der jetzt hier rechts abbiegen will, der denkt halt, ah ja, ist hier ein Zebrastreifen, müssen Radfahrer absteigen. Aber eigentlich ist es halt ein Radweg. Und deswegen muss man hier immer richtig aufpassen, dass man hier nicht von einem Rechtsabbieger abgeräumt wird. Gerade morgens, dunkel. Verkehr, wir haben hier eine Tankstelle mit einer Auffahrt und auch hier natürlich wieder die Ausfahrt über den Radweg drüber. Ist immer sehr, sehr spannend, ob die Leute checken, dass da ein Radfahrer kommt. Ah, da vorne sieht man schon sehr gut, wie der Mercedes auf dem Fahrradweg fährt, weil er halt da rechts rein muss. Kann er nicht anders machen, aber kann häufiger mal dazu führen, dass du dann doch mal in so eine Tür eintauchst. Will er jetzt rechts oder will er nicht rechts? Danke. So, das war jetzt gerade eine gute Situation. Er hat es gesehen. Top, aber man sieht halt auch, was passiert, wenn man nicht aufmerksam fährt. Straße links, Radweg als Sandwich in der Mitte. Rechts parkende Autos, Einfahrten. Das ist immer geil. Hier haben wir nochmal ein kleines exemplarisches Beispiel für Hindernisse auf dem Radweg. Ist jetzt hier nur Laubhaufen. Hier ist nichts los, ist überhaupt kein Problem, braucht man sich als Radfahrer nicht zu beschweren. Aber hinten, wenn es ein bisschen mehr Verkehr gibt und da was auf dem Radweg steht, dann wird es halt doof. Ne? Guckt mal, seht ihr das Gleiche, was ich sehe? Vorne Baustellenschild, auch wieder auf dem Radweg drauf. Nochmal schön der Fuß unten, halb auf dem Radweg. Warum? Da, wo der Renault jetzt vorne rechts abbiegt, da macht der Radweg einen Rechtsknick und es ist halt saugefährlich, weil du hast halt mehrere Richtungen, aus denen Leute kommen können. Die Radfahrer fahren quer, hier stehen die Mülltonnen und der Kinderwagen auf dem Radweg. Fußgänger kommen hier vorne aus dem Rewe raus, also auch eine sehr beliebte Ecke für eine Kollision. Und die Tauben hier, du. Wir wollen jetzt da vorne über die Straße rüber. Hier steht der Bus und macht quasi den Autofahrern den Winkel auf die Rechtsabbiegerspur zu. Das heißt, wenn wir jetzt hier dran vorbeischießen und zu schnell sind und der Autofahrer, der das Ganze hier nicht einsehen kann, hier rechts abbiegen möchte, irgendwie, keine Ahnung, auch 10 km/h zu schnell ist, dann kann es mal ganz schnell passieren, dass es hier einen richtig üblen Crash gibt. Also auch hier muss man sich einfach so ein bisschen vorsehen und gucken, dass man vielleicht ein paar Kohlen rausnimmt. Hier sehen wir den Freund und Helfer mit der Schnauze auf dem Radweg draufstehen. Top. Hat auch gar keine Anstalten gemacht, wegzufahren. Super. Hier, er macht es besser als die Polizei. Der lässt den Radweg schön frei. Daumen nach oben. So, da vorne sehen wir auch schon, ist der Radweg blockiert durch einen Krankenwagen. Logisch, der muss da stehen. Wo soll er sonst hin? Aber wir stehen jetzt hier gleichzeitig mit den Autos am Streifen, fahren zusammen los. Das heißt, ich muss jetzt rüber wechseln, um irgendwie runterzukommen. Auf jeden Fall eine gefährliche Situation, die nicht anders zu lösen ist. So, zack, schnell wieder rüber.
Da vorne sieht man jetzt direkt wieder die nächste Situation. Da muss ich halt sagen, ist halt kein Krankenwagen, sondern halt irgendein PKW, der da halt was abstellt. Er hat einen Warnblinker an, aber ich denke mir halt auch so, ja, kannst ja auch in die Einfahrt da reinstellen, ne? Weil ich muss jetzt halt wieder in den Verkehr rein und ist halt, wenn hier richtig viel Verkehr ist, einfach eine gefährliche Situation. Da vorne direkt das nächste. Also man sieht, hier steigen sie jetzt aus. Ja, ist halt doof dann, ne? Ja, jetzt ist hier halt der Radweg, aber halt auch eine Straßenbahnlinie. Das heißt, ich muss jetzt hier in den Fußgängerweg quasi mit reinfahren. Hier steht wieder ein Baustellenschild drauf, E-Roller, Roller. Das heißt, wir fahren automatisch in den Fußgängerweg rein und die regen sich auf, berechtigt. Aber ja, was soll ich machen, ne? Hier ist auch noch mal so eine ganz schöne Szene. Du kommst hier vom abgetrennten Radweg auf die Straße drauf. Ja, und dann verschwindet der Radweg und auf einmal teilt man sich mit den Autofahrern die Straße. Ist exemplarisch für viele andere Situationen. Und wenn da irgendwie mal zwei, drei Autofahrer einen Ticken zu weit rechts stehen, dann wird es richtig eng und es gibt jedes Mal richtig Stress. Heute geht's gut, kein Stress, da kommen wir easy durch. Aber generell halt, wenn halt einfach kein Radweg da ist und die Leute abends von der Arbeit nach Hause wollen, ich sag mal so, ist manchmal schwierig. Hier der Radweg ist übrigens top, muss man sagen. Hier ist der Radweg asphaltiert, die Fußgänger haben so ein Pflaster. Und halt abgesetzt von der Straße, das ist schon gut. Muss ja auch mal ein bisschen was loben hier. Hier finde ich auch sehr gefährlich. Fahrradstraße, Achtung, Rot, Fahrräder. Trotzdem kann hier immer was von rechts kommen und es kann was rechts abbiegen. Und da kannst du eigentlich niemandem einen Vorwurf machen in der Situation. Passiert halt einfach. Hier, da haben wir die Situation gesehen. Wenn ich jetzt nicht gebremst hätte, wäre ich da auf jeden Fall gut reingefahren. Ich weiß auch nicht, wer dann Schuld gehabt hätte. Aber der Mann ist auf jeden Fall viel zu schnell halt auf den Radweg drauf gefahren, muss man einfach so sagen. Was würden Sie sagen, wie sicher ist die Mainzer Landstraße für Fahrradfahrer? Wenn Sie die Verkehrsregeln beachten, geht es. Dann geht es, oder? Dann machen wir das. Schönen Tag noch. Wir haben es gerade gehört, wenn wir uns an die Verkehrsregeln halten, dann passt das schon. Man muss halt natürlich trotzdem dazu sagen, wir haben ja gerade gesehen, an die Verkehrsregeln hält sich in dieser Straße hier eh niemand. Ja, it is what it is. Solche Spiegel hier sind ja eigentlich zur Sicherung von Ein- und Ausfahrten. Da können aber auch ziemlich schnell zur Gefahrenstelle werden. Vor allem dann, wenn sie falsch eingestellt sind. Ich finde so eine Situation hier, wo sowohl der Vorbeifahrende als auch der Rausfahrende denkt, okay, ich sehe meinen Gegenüber früh genug, sind Punkte, wo es dann auch ziemlich schnell mal krachen kann. Und deswegen gerade, auch wenn so ein Spiegel da hängt, vor solchen Ausfahrten vielleicht mal eine Kohle rausnehmen, muss ich mir auch mal an die eigene Nase fassen. Jetzt zeige ich euch mal eine richtig geile Stelle. Und zwar, von hinten kommen jetzt die Autos. Wir müssen links runter. Fahren über die Straße, schön durch die Bahnschienen, um es in den Linksabbieger zu schaffen. Ein Sicherheitstraum, kann man sagen. Wenn frei ist, dann dürfen wir. So, jetzt haben sie rot, jetzt können wir los. Direkt hier auf dem Rechtsabbieger. Hier ist auf jeden Fall nochmal eine gute Stelle, weil da fährt jeder Autofahrer natürlich auf den Radweg drauf, klar. Würde ich auch machen, weil wo willst du sonst hin? Genauso wie hier. Gegenseitige Rücksichtnahme und dann funktioniert das schon. Wo sollen sie hin? Wo sollen wir hin? Es ist halt eng, ne? Was ein herrlicher Vormittag auf der Mainzer Landstraße. Ist immer clever, wenn man sich denkt, mega gefährlich die Mainzer, lass mal ein Video machen. Und dann fährt man sie gleich 6 Mal an einem Tag, um genügend Videomaterial zu haben. Wenn ihr sagt, das war ja super peinlich, bei mir in Bottrop, Kassel oder Neumünster gibt es viel gefährlichere Straßen. Schreibt mir das in die Kommentare, dann kommen wir vielleicht vorbei. Und wenn es euch an gefährlichen Situationen so ein bisschen gemangelt hat,
dann stellt euch das Ganze einfach bei Regen und im Dunkeln vor. Dann wird es noch mal ein bisschen, ja, noch schlimmer, sage ich mal. Danke fürs Zuschauen, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao.